Ein Lastwagen, voll beladen mit Reissäcken, steht vor der Reismühle. Er kann noch nicht ins Fabrikareal hineinfahren. Reis ist ausgebreitet und muss von der Sonne getrocknet werden. Aber wenn er dann abladen kann, kommt der Reis zuerst in ein Wasserbad. Die schweren Körner sinken zu Boden, die leichten Spelzen, Staub und allerlei, was vom Feld noch mitgekommen ist, schwimmt oben auf, wird eingefangen und dann zum Trocknen in die Sonne gelegt. Und viel später dann hier verbrannt. In diesem großen Tank wird der Reis mitsamt der Schale erhitzt und dann zum Trocknen ausgelegt. Durchs Trocknen werden die Reiskörner so gläsern und hart. Natürlich muss alles immer wieder bewegt werden, damit es nicht zu faulen beginnt. Und so lange muss der Lastwagenfahrer eben warten, wenn er zu einer Unzeit kommt. Die getrockneten, harten Körner kommen jetzt wieder unter Dach. Schaufel um Schaufel und Kessel um Kessel wird der Reis nun in eine Maschine geleert, in der jedem Reiskorn noch die letzten Häutchen abgenommen werden. Gleich nehmen wir den Ventilator. Ja. Wegen dem Ventilator, das machst du mir einfach hoch. Da kommt dann die Mühle und dann hier raus. Ja. Ohne Schale mehr. Ja. Reines Reis. Und die Schale kommt auch hier raus. Erst die getrockneten, gesäuberten Reiskörner können dann gelagert werden und ernähren aber Millionen von Menschen. Vor dem Kochen wird dann der Reis mehrere Male gewaschen, bis das Wasser nicht mehr trüb ist. In jedem srilankischen Haushalt gibt es dafür dieses spezielle Gefäß, das Nambilie. Früher war dieses Nambilie aus Ton, heutzutage aus Aluminium. Steinchen, die immer noch im Reis sein können, setzen sich jetzt in den Rillen des Nambilie ab. Und das spart manche Zahnarztrechnung.